Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Heute ist Tag 16. Jenny ist gerade aufgewacht, es ist Sonntag kurz vor 7 und sie ist sehr hungrig. Das Baby ist schon ziemlich lange wach. Ja, du findest bestimmt was zu essen, Jenny. Das Baby ist schon recht lange wach, aber schreit nicht. Ich denke mal, bald ist es bestimmt hungrig. Ich habe hier übrigens das Babyzimmer ein bisschen dekoriert, hier mit Schmetterlingen. Und hier habe ich so einen Sichtschutz hingemacht. Der ist vor allem, wenn wir dann die neugeborenen Babys fotografieren wollen, dass man dann nicht immer ins Badezimmer guckt. Und hier, das soll ein Wickeltisch sein. Und mit Teddy. Na? Du süßes, süße kleine Alice. So. Ah ja. Sie sind allmählich langsam alle wach. Ah, jetzt meldet sich das Baby. Tja, Jenny, dann bist du jetzt ein bisschen spät dran. Du musst jetzt dein Baby füttern. Das ist nämlich bestimmt schon super hungrig. So, dann machen wir mal das volle Programm vom Feinsten. Denn ich hätte gerne, dass die kleine Alice heute möglichst früh schon zum Kind wird, damit sie von dem Tag noch was hat. So, na, da hat Jenny aber fein gekocht. Ganz toll. Das schieben wir mal in den Kühlschrank. So, kontrollieren. Jo. Ja, echt viel zu essen im Kühlschrank. Das ist gut. Hier muss keiner Hunger leiden. So, wird das noch was? Oder ich schmeiße es in den Müll. Ja, die Kinder sind vergnügt. Jemand hat Geld gefunden. Abgesehen von der Babypflege will ich mich heute mal auf den Jens konzentrieren, weil der ja bald erwachsen wird. Alice und Jenny sind beste Freunde geworden. Na prima. Das ging aber schnell bei denen. Dann wechsel ihr nochmal schnell die Windel. Ja, mein kleines Babylein. Jetzt ist sie zufrieden. Und dann darf sie älter werden. Ah, süß, süß. Was lassen wir sie denn mal werden? Für Frechdachs haben wir kaum was im Haus. Lassen wir sie auch kreatives Wunderkind werden. So. Und dann umarmen sie mal. Jawohl. Und drücke die Liebe aus. Du bist doch nicht ausgesperrt. Liebe ausdrücken. Ja, die Alice kann noch nicht raus. Darum musst du sie zuerst mal umarmen. Und dann lasse ich sie raus. So, Liebe ausdrücken. Ja. Jetzt mach doch kein Theater. Aufschließen. So. Und jetzt nochmal. Liebe ausdrücken. Das wird doch wohl möglich sein, dass du deiner Tochter die Liebe ausdrückst. Süße, jetzt geht's. Tja. Nun, dann kannst du das später mal machen. Ich denke mal, du solltest jetzt erstmal
Duschen. Und dann dringend was essen. So. Ein Flohmarkt. Ja, heute haben wir eigentlich ja was anderes vor. Na, ich guck mal, ob wir vielleicht Zeit für den Flohmarkt finden. So. Jetzt gucken wir mal, was mit dem Jens ist. Malerei, der muss jetzt noch ordentlich malen, um befördert zu werden. Und das lassen wir jetzt heute auch mal nicht schleifen, damit das endlich mal erledigt ist. So, du malst jetzt hier gleich zwei Gemälde hintereinander. So. Okay, eine Errungenschaft. Und Alina hat schon Level 4, dann braucht sie diesbezüglich nichts machen. Aber der Max könnte mit Alina Schach spielen. So, spielt ihr mal Schach? Ja, und du stehst jetzt hier ganz verloren, alle sind beschäftigt und deine Mama hat dich nicht umarmt. Das war gemein, gell? Hallo. Na, zeig dich doch mal. Blond mit relativ brauner Haut. Hübsch siehst du aus, wenn du nicht so Grimassen schneidest. Sehr hübsch sogar. Ja, mal gucken, ob du irgendwas brauchst. Nee, dann kannst du einfach mal mit den Hausaufgaben anfangen. So, sieht ein bisschen drollig in ihrem Trainingsanzug aus. Mal gucken, ob ich sie noch umstyle. Jenny kocht schon wieder. Die ist wohl gerade im Kochwahn. Super hungrig. Kühlschrank ist total voll, aber es wird gekocht. Naja, macht nichts, lernst du kochen. Nachher musst du noch putzen und Gartenarbeit. Es gibt also jede Menge zu tun. Oh, und da fällt mir ein. Jenny braucht ja auch eine neue Schwängerung. Mal gucken, ob das heute noch was wird. Ah, Jens hat Malerei Level 3 erreicht. Das ist gut. Ich lasse ihn jetzt trotzdem noch das eine fertig malen. Aber danach ist das Thema dann auch erstmal erledigt. Die liegen da wohl von jemand anders. Okay. Dann darfst du danach diese Dusche säubern. Ah, Alice hat die Hausaufgaben fertig. Das ist gut. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht kannst du hier einfach mal spielen mit deinem Bruder. Mit Max. Und ich glaube, Alina hat hier was zu tun. Na, werden wir mal sehen. Dann lernt ihr euch auch mal kennen. Und Jens, was treibst du? Hast du geputzt?
Nein, du laberst deine Mutter voll. Säuber mal die Dusche und mal das Bild fertig. Und dann laden wir mal deine Freunde ein. So, das ist doch sehr niedlich, wie die da spielen. Da muss ich mal ein Screenshot von machen. So. Ja, das gefällt mir gut. Ich sehe gerade hier, es ist ganz schön dunkel. Da müsste ich mal Beleuchtung machen. So, weiter geht's. Es fällt sonst gar nicht so auf. Ah, jetzt sind es schon vier richtige Kinder. Und Jenny, du hast gut geerntet. Na, die Kinder spielen da ganz goldig, das gefällt mir gut. Ja, wenn die jetzt hier Motorik trainieren, ist vielleicht doch Motorik geeignet für die Alice. Aber das Bestreben muss ich nicht unbedingt ändern. Ja, prima. Verkauf das mal. Verdient schon richtig Geld. Jetzt gucken wir mal, hängt da noch eins? Nein. Sehr gut. Dann kannst du mal deine Freunde einladen. Jo, Yuki ist wie üblich die Erste, setzt sich gleich dazu. Na, Max und Alice sind auch beste Freunde geworden. Was stinkt hier? Ja, quatsch doch mal mit denen. Ja, ihr könntet euch eigentlich vielleicht auch ins Wohnzimmer setzen. Dafür haben wir es doch. Mal gucken, ob das geht. Zusammen sitzen und hier sitzen und plaudern. Oh, da steht tatsächlich. Was war das? Okay. Ei explodiert. Hier ist ein stinkendes Wasserglas. Explodiert ist es. Jo, sie plaudern alle ganz wild. Oh, okay. Also, Caroline hat es anscheinend auf Marco Lamberts abgesehen. Dann solltest du dir vielleicht Mira schnappen, oder nein? Vielleicht will er auch Yuki haben. Mal gucken. Naja, das ist relativ ausgeglichen. Versuch's doch mal mit Flirten. Ich meine, du bist jetzt ein großer Junge. Jetzt haut sie ab. Er flirtet mit ihr.
Mit Sophia Bjergsen, oh ja. Jetzt schauen wir mal, ob Küssen klappt. Anscheinend nicht. Aber da muss man jetzt hartnäckig dranbleiben. Es klappt nicht so optimal zwischen dem... Oh, aber ein... Oh, sie will keinen Kuss. Sie will ihn nicht. Vielleicht sollte er es doch mit Caroline versuchen. Oder mit Yuki. Okay. Nun ja, ich schlage vor, wir beenden die Versammlung. Na, so schlimm ist es nicht zwischen denen. Es könnte schlimmer sein. Aha, Akira lädt zu einer Party ein. Nee. Jetzt gucken wir mal, was jeder so braucht. So. Jo, Jenny wird irgendwann essen wollen. Geh du mal pinkeln und ess was. Und Alina braucht kaum was. Ja, Max badet gerade. Er duscht, meine ich. Dann kannst du bei der Gelegenheit dann auch gleich pinkeln gehen. Und Alice ist auch gut versorgt. Ich schicke die mal alle ins Bett. Oh, Yuki ist noch da. Okay. Ja, irgendwie zeigt Yuki ungeahntes Engagement. Sie macht die Hausaufgaben. Jo, er fühlt sich beschämt, weil das mit den Flirten nicht so geklappt hat. So, ich schick mal die Kinder ins Bett. Ah, Max ist schon im Bett. Wo war man denn? Hier ist Alina, genau. Schlafen. Und Alice, du kannst dieses Bett beanspruchen und gehst auch mal schlafen. So. Und der Jens, ich lasse auch mal die Jenny. Die sollte jetzt auch noch mal was essen. Und danach soll die mal jemand einladen. Was ist denn hier mit Alina los? Und mit... Die stehen da und starren sich an. Die sind vielleicht... verbuggt. Sowas soll vorkommen. Objekt zurücksetzen. Ich guck mal, ob das hilft. Ja, das hat geholfen. Dann geht ihr mal beide ins Bettchen. Yuki will jetzt auch was zu essen haben. Oh! Na, das ist doch gleich sehr innig. Nicht schlecht. Sie haben sich ineinander gesetzt.
So, Jenny, genau, räum mal deinen Teller ab und dann. Dann lädst du mal jemanden ein. Und zwar dachte ich, jetzt wäre eigentlich Zeit für Oma. Den muss sie zwar wieder neu erobern, aber sie sind noch gut befreundet. Oma schläft. Es ist schon 2 Uhr nachts. Das Verbuggen hat wohl viel Zeit gekostet. Also gut, dann lasse ich diese Be Unterhaltung mal aufhören. Und du gehst auch ins Bett. Und dann muss die Jenny den Oma eben morgen einladen. Okay, ah, das hat sie fertig gemalt. Dann kannst du das verkaufen und ins Bett gehen. Da steht auch alles Mögliche rum. So, Jens, du sollst auch ins Bett gehen. Ja gut, du hast recht, es ist unhöflich, während sie noch isst, ins Bett zu verschwinden. Aber jetzt geht's. Tschüss, Yuki. Moment, Akira lädt ein zur Party. Nee, jetzt sind sie leider alle furchtbar müde und leider, Akira, hast du schon ein Kind gezeugt. Sonst würden wir die Gelegenheit wahrnehmen. Also gut. So. Dann schlaf mal schön, ihr alle. Und du, lieber Zuschauer, dir wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.